Jetzt sprechen wir über die mündliche Abiturprüfung in Chemie und dafür bekommt ihr meine Top 5 Tipps zur Vorbereitung. Willkommen zurück, Abiturathleten. Mein Name ist Leo Eckel und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top-Abiturprüfungen zu deinem Traumnotenschnitt kommst. Chemie ist auch eines der Fächer, die ich nach der 10. Klasse abgewählt habe, weil ich mehr Lust auf Physik hatte. Aber der Nico hatte auch eine 1 letztes Jahr in den mündlichen Abiturprüfungen in Chemie eben. Und mit ihm habe ich mich diesmal für dieses Video zusammengetan. Und jetzt bekommt ihr unsere 5 Tipps, wie ihr euch optimal vorbereitet. Wir fangen ganz standardmäßig an. Macht ihr am Anfang mal eine eigene Zusammenfassung. Zusammenfassungen sind ja immer so das Standardding, wie man grundsätzlich mal an jedes Fach rangehen sollte. Und natürlich ist es auch in Chemie total wichtig, dass du da dir einfach die Sachen, die für dich wichtig sind, so zusammenschreibst, wie du es verstehst. Chemie ist ja schon teilweise eine Herausforderung vom Verständnis her. Ich glaube, eins der herausforderndsten Fächer fast in der Richtung. Und deswegen ist es speziell in Chemie da auch wichtig, dass du die Zusammenfassung so schreibst, dass du sie verstehst. Und nicht zwangsläufig so, wie es der Lehrer vorgeschrieben hat, sondern so, dass es für dich persönlich Sinn macht. Und dann wirst du auch beim ganzen Lernen, es wird dir einfach so viel leichter fallen, weil es eben in deinen eigenen Worten, in deinen eigenen Grafiken, in deinen eigenen Zeichnungen, wie auch immer du das Ganze machen möchtest, ist. Und es so viel leichter in deinen Kopf reingehen wird. Zweitens, wenn du einen Schwerpunkt hast, wie es beispielsweise bei uns in Bayern der Fall ist, dann versuch dir wirklich diesen Schwerpunkt richtig, richtig gut vorzulegen. Nico hat gesagt, das war für ihn vor allem in Chemie die wichtigste Sache fast, warum er auch einfach seine 1 bekommen hat, weil er einfach, wenn es um den Schwerpunkt ging, die Sachen, wo er wusste, die werden garantiert abgefragt, da konnte er im Prinzip die Antworten schon automatisch geben. Und das ist natürlich total entscheidend, dass du dich dafür auch optimal vorbereitest. Und für die letzten 3 Tipps gehen wir jetzt von der Vorbereitungsreihenfolge vor. Und die ist total interessant. Die ist total interessant, was Nico da gesagt hat. Und ich glaube, das würden viele falsch machen. Deswegen, erstmal als dritten Punkt. Du fängst damit an, wirklich das Allerallgemeinste mal zu wissen. Geht doch nicht ums Verstehen, erstmal nur wissen. Dass du wirklich einfach auf die allergründigsten Sachen antworten kannst. Geben kannst, auf die grundlegendsten Verfahren, auf die wichtigsten Fakten, um die wichtigsten, chemikalischen Bezeichnungen und so weiter, dass das einfach mal grundlegend weißt. Das mal das Wichtigste. Im vierten Schritt gehst du dann ins Spezifischere rein. Nachdem du sozusagen das Allergrundlegendste kannst, gehst du dann ins Spezifischste rein, um da wirklich das Verständnis zu bekommen. Also, ganz wichtig, dass ihr die Abfolge versteht. Erst, als dritten Tipp, habt die wichtigsten Sachen. Einfach das Allgemeinste, dass ihr das drauf habt. Einfach nur mal drauf haben, also abgespeichert. Als vierten Tipp, dann eben als nächsten Schritt, geht ihr in das Spezifische rein, wo ihr dann wirklich versucht, die Dinge zu verstehen. Und das ist jetzt so entscheidend. Ihr versucht erst die Dinge zu verstehen, bevor ihr dann als fünften Tipp die Formeln auswendig lernt. Das ist ganz entscheidend. Du lernst nicht zuerst die Formeln auswendig, sondern die Formeln auswendig zu lernen, machst du als allerletzten Schritt. Warum? Wenn du, natürlich, erstmal das Allgemeinste brauchst du, und wenn du dann ins Spezifische reingehst, es dann auch wirklich verstehst, dann werden dir die Formeln viel, viel einfacher zu merken sein. Weil die Formeln ja im Prinzip nur ganz knapp auf die allerdirekteste Art und Weise das beschreiben, was in den ganzen Prozessen ja passiert. Und wenn du die Prozesse schon verstehst, dann sind die Formeln weniger eine Sache, die du zusätzlich auswendig lernen musst, sondern nur eine logische Schrittfolge davon und fördert im Prinzip nochmal dein Verständnis, weil du weißt, okay, das wird nur von den ganzen Sachen beeinflusst. Ah, okay, davor war das ganze Verständnis ganz, ganz viele Dinge, ganz komplexe Zusammenhänge und in so einer Formel wird das einfach maximal präzise ausgedrückt. Und wenn du das dann in deren Reihenfolge machst, wirst du die Formeln leichter dir merken können und dein Verständnis wird nochmal geschärft. Du wirst also nicht nur allgemein das Ganze irgendwie ein bisschen in der Prüfung beschreiben können, sondern ganz genau sagen können, worauf es in den jeweiligen Verfahren ankommt und damit wirst du in der München Abiturprüfung einfach nochmal richtig krass punkten. Fettes Danke an dieser Stelle nochmal an Nico für die ganzen geilen Tipps. Ich hoffe, dass die euch mega, mega viel helfen und ihr so die Chemieprüfung crushen werdet. Ich glaube, wir machen euch. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Jesus fucking Christ.
call me curveballs in the hallway. Now I go yard, fuck what y'all say. And bitch, I go hard, fucking off day. One way, so I never go the wrong way.